Jim. Der eine arbeitet mit Giftzähnen von Giftschlangen. Ich stehe jeden Tag auf und weiß, es könnte mein letzter sein. Der andere macht Reiskuchen und riskiert dabei seine Knochen. Beides gefährliche Jobs. Eine falsche Bewegung und ab ins Krankenhaus. Ich wurde schon oft vom Hammer getroffen, bestimmt 20 Mal. Kentucky, USA. Hier lebt und arbeitet Jim Harrison. Sein Job? Schlangen melken. Das heißt, für ein paar Tropfen des begehrten Gifts riskiert er jedes Mal sein Leben. Durch Schlangenbisse war ich 7 Mal im Krankenhaus an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen. 3 Mal blieb mein Herz wegen eines Schlangenbisses stehen. Ich habe diese Fingerspitze durch eine Wüstenhornotter aus Saudi-Arabien verloren. An dieser Hand haben sich Abszesse gebildet. Und mein Mittelhandknochen wurde von einer brasilianischen Insellanzenotter verletzt. Und wer weiß, was mit meinen inneren Organen passierte. Das Risiko, einen tödlichen Schlangenbiss zu erleiden, ist hoch. Wer ist der Mann, der jeden Tag sein Leben aufs Spiel setzt? Und was treibt ihn an? Jim leitet zusammen mit seiner Frau Kristen den Kentucky Reptile Zoo. Insgesamt sind hier rund 1200 Giftschlangen zu Hause, eine der größten Sammlungen der Welt. Mambas, Kobras, Klapperschlangen. Jim melkt jeden Tag das Gift von bis zu 250 Schlangen. Und das schon seit 47 Jahren. Viele dieser Gifte sind gefährlich, vor allem wenn die Schlangen es in Jims Augen sprühen. Auch die Babyschlangen können schon tödlich sein. Diese Schlangen haben eines der stärksten Kobra-Gifte in diesem Raum. Schlangengift ist eine der wertvollsten Substanzen der Welt. Denn aus ihm lassen sich Gegengifte und lebensrettende Medikamente herstellen. Die meisten Menschen denken an Tod, wenn sie an Gift denken. Ich denke an Leben. Denn Gift kann Leben retten wie nehmen. Der ehemalige Polizist, Kopfgeldjäger und professionelle Kickboxer trainiert jeden Tag mehrere Stunden. Boxen, Krafttraining, Ausdauersport. Fitness ist in seinem Job überlebenswichtig. So kann ich mich konzentrieren und meine Reflexe erhalten. Je älter ich werde, desto mehr verliere ich Reflexe und Kraft. Ich muss genug Kraft haben, um die Tiere zu halten und genug Reflexe, um aus dem Weg zu gehen, wenn etwas schief geht. Mit einem speziellen Gerät trainiert Jim jeden Tag seine Fingerkraft. Denn fürs Melken ist Fingerspitzengefühl wichtig. Ohne diese Disziplin und Körperbeherrschung wäre er heute nicht einer der erfahrensten Schlangenmelker der Welt. Auch Meditieren steht auf dem Plan, denn Jim muss während seiner Arbeit ruhig und konzentriert sein. Wenn der Adrenalinspiegel sehr hoch ist, macht man Fehler. Deshalb versuche ich, meinen Adrenalinspiegel zu senken, bevor ich melke. Beim Melken hat Jim vor allem eine Maxime. Lass dich nicht beißen, ganz einfach. Ich achte immer darauf, dass alle um mich herum sicher sind. Aber ich will auch darauf achten, dass ich keine Fehler mache. Die Schlange ist nie schuld. Sie hat Angst und versucht zu fliehen. Wenn sie in die Enge getrieben wird, beißt sie. Vor jeder Melksession muss sich Jim aus Hygienegründen umziehen. Rund 20 Minuten wird er in der Schlangengrube sein. Ob es auch diesmal gut geht? Der eine geht zu den Schlangen. Hier stehen sie Schlange, denn auch hier wird es gleich gefährlich. Und das zieht die Touristen an. Mitsuo Nakatani betreibt in der japanischen Stadt Nara einen Mochi-Laden. Mitsuos Laden ist wohl der berühmteste der Welt. Warum? Mitsuo setzt bei seiner Arbeit jedes Mal seine Gesundheit aufs Spiel. Und zwar für diese kleinen bunten Dinger. Mochis, das sind Kuchen aus Reisteig. Nicht nur in Japan der absolute Hype. Mittlerweile stehen sie auch bei uns in Deutschland in fast jedem Supermarktregal. Die Arbeitsgeräte von Mochi-Macher Mitsuo sind seine Hände und die schweben permanent in Gefahr. Die Teigproduktion ist riskant. Statt geknetet wird hier geschlagen.
Ich habe, seit ich ein kleiner Junge war, Menschen beim Mochi-Schlagen zugesehen. Also wurde mir der Job sozusagen in die Wiege gelegt. Seit 32 Jahren betreibt Mitsu seinen Laden. Die Hauptzutat für seinen Verkaufsschlager ist ein Klebereis namens Mochi Gome. Hier noch in seiner ursprünglichen Form, bevor Mitsuo ihn gleich kurz und klein schlägt. Mitsuo setzt auf eine Füllung aus Azuki-Bohnenpaste. Bohnen mit dem Ruf eines Superfood. Links die rote Füllung, rechts die grüne Umhüllung. Und in Kombination werden es Mochis. Damit die Kunden nachher keine klebrigen Finger kriegen, noch eine Mochi-Zutat. Eine Art Panade aus Kinako-Mehl. Ein Mehl aus gerösteten Sojabohnen. Die Mochis gehen wie warme Semmeln über die Ladentheke. Mindestens 1000 Stück pro Stunde. Das Gefährlichste an Mitsuos Job hat mit dem Reis zu tun. Deswegen nochmal zurück zum Anfang. Um aus dem Klebereis den Teig herzustellen, legen wir ihn in Wasser ein, sodass er sich richtig vollsaugt. Damit wir ihn weiterverarbeiten können, muss er 10 Stunden lang Wasser aufsaugen. Dann dämpfen wir ihn. Dafür füllen wir ihn in diese Holzkästen und decken ihn zu. Der heiße Wasserdampf macht den klebrigen Reis weich. Und dann können wir ihn so richtig schlagen. Ungefähr eine halbe Stunde dämpft ein Mitarbeiter den Reis, bevor der Chef ihn gleich höchstpersönlich platt macht. Hier drin schlage ich den Reis mit dem Hammer zu einem glatten Teig. Also gleich. Vorher zerkleinern wir ihn noch ein bisschen in diesem Mixer. Aus dem weißen Reis sollen am Ende bunte Mochis werden. Künstlicher Farbstoff kommt Mitsuo nicht in den Mixer. Für das knallige Grün sorgen Yomobi-Blätter, japanischer Beifuß. Langsam wird's gefährlich. Gleich holen die Männer den Hammer raus. Eigentlich sieht der Teig jetzt schon ziemlich geschmeidig aus. Doch das reicht dem Meister Mochi-Macher nicht. Kein Reiskorn darf übrig bleiben. Dafür riskiert Mitsuo gleich seine Knochen. Doch vorher noch einmal zurück in die USA zu Schlangenmelker Jim. Gemeinsam mit Frau Kristen bereitet er sich auf die heutige Melksession vor. Besucher des Zoos können bei der gefährlichen Prozedur zuschauen. Heute haben wir nur 5 Schlangen. Die Schlange ist nervös außerhalb ihres Käfigs. Für Jim ist überlebenswichtig, dass er den Schlangenkopf gut fixiert. Damit das Gift fließt, massiert er leicht den Schlangenkopf. Heute ist eine der größten Giftschlangen der Welt, die südamerikanische Buschmeister an der Melkstation. Ihr Gift sammelt Jim in einem Fläschchen. Für die 5 Schlangen braucht er rund 20 Minuten. Das meiste, was ich an einem Tag gemolken habe, und da waren sie ziemlich sauer, waren malaysische Mokassin-Ottern. Eine deutsche Firma hat sie uns geschickt. Ich habe 1000 von ihnen in 4 Stunden gemolken. Derzeit muss es Jim nach einer Hüftoperation etwas langsamer angehen. Aber was passiert jetzt eigentlich mit dem gesammelten Gift? Nach dem Melken bringt es Kristen direkt ins Labor. Für den Weitertransport in die ganze Welt muss sie das Gift auf minus 40 Grad herunterkühlen. Das Gift geht an Pharmaunternehmen, die es für biomedizinische Forschung und für die Herstellung von Gegengift benötigen. Jährlich sterben rund 140.000 Menschen an den Folgen eines giftigen Schlangenbisses. Das Problem: Schlangengift ist ein knappes Gut und es kann teuer sein. Je nach Schlangenart kostet ein Gramm bis zu 1.000 Dollar. Um das zu extrahieren, setzt Jim sein Leben täglich aufs Spiel. Und das für sage und schreibe 0 Dollar.
Ich verdiene kein Geld mit der Entnahme des Giftes oder mit der Arbeit im Zoo. Ich habe 47 Jahre lang Gift extrahiert. Das Geld, das ich mit dem Gift einnehme, fließt in die Pflege der Tiere und in die Gehälter meiner Mitarbeiter. Er selbst lebt von seiner Polizeipension. Mit dem Schlangenmelken will er nicht das große Geld machen, sondern etwas Gutes tun. Ich mache das, weil ich den Menschen helfen will. Ich möchte, dass wir alles über Gift erforschen, weil es etwas ist, mit dem ich mich gut auskenne. Und es kann Leben retten, vom Gegengift bis zur Entwicklung neuer Medikamente. Das ist etwas, was ich für die Gesellschaft tun kann. Jim ringt jeden Tag mit den giftigsten Schlangen der Welt. Ein Mann, der sein Leben riskiert, um anderen das Leben zu retten. In Japan riskiert der berühmte Mochi-Macher zwar nicht sein Leben, aber seine Knochen. Das Motto: Schlag den Teig. Und zwar mit der Holzhammermethode. Noch arbeiten beide Männer mit dem Hammer. Doch gleich macht Chef Mitsu mit bloßen Händen weiter. Und dann kann ihn jederzeit der andere Hammer erwischen. Ein permanentes Risiko für einen perfekten Teig. Das Gute daran, dass ich den Reis selbst schlage, ist, dass ich es kontrollieren kann. Ich bin mir sicher, dass es gute Maschinen dafür gibt, aber es ist wichtig, dass ich den Teig von Hand schlage. Nur so habe ich die Kontrolle darüber und kann am besten sehen, wann er fertig ist. Jetzt kommt die gefährliche Phase 2. Die lockt immer mehr Schaulustige an. Mitsu wird den Teig von Hand wenden, während sein Kollege mit aller Kraft weiter zuschlägt. Vertrauen und Absprache sind beim Schlagen extrem wichtig. Man braucht ungefähr 5 Jahre, bis man die Atmung perfekt auf den anderen abstimmt. Ganz entscheidend für das Timing. Mitsus Schreie geben den Takt vor. Unglaubliche 3 Hammerschläge pro Sekunde. Die Schaulustigen kommen aus der ganzen Welt. Wegen der Mochis, aber vor allem wegen der mutigen Mochi-Macher. Die nächste Charge ist fertig. Der Hammer hat Mitsus Finger diesmal nicht erwischt. Ja, ich habe schon einige Male den Hammer auf die Hand bekommen. Aber bisher war es nie schlimm. Ich war noch nicht mal im Krankenhaus. Mit 60 Jahren hat Mitsuo immer noch gute Reflexe. Und das honorieren die Zuschauer. Aus Schaulustigen werden jetzt Kunden. Und die kommen manchmal von weit her für das riskante Spektakel. Es sieht schon gefährlich aus. Die Japaner sind schon generell sehr begabt in dem, was sie machen. Aber es sieht schon gefährlich aus. Könntest du das? Nein, ich bin Tischler und kann gut mit meinen Händen arbeiten, aber nicht so gut, dass ich es könnte. Und wie schmecken die Mochis von Mitsuo? Sehr weich. Wieso ist es weich? Es ist wirklich weich, ich glaube, weil es handgemacht ist. Handgemacht sind Mitsuos Mochis buchstäblich und die Hände sind noch dran. Doch der Nervenkitzel ist für ihn nicht das Wichtigste. Das Beste an meinem Job ist für mich, wenn die Kunden zu mir kommen und sagen, dass ihnen meine Mochis schmecken. Mitsu und Jim, 2 Menschen, die bei ihren gefährlichen Jobs jeden Tag ihre Gesundheit riskieren. Und das nur, um anderen zu helfen oder sie zu erfreuen.